Ja, einen schönen Nachmittag wünsche ich hier auf den Linux-Tagen und meinen bescheidenen Beitrag dazu. Der Vortrag ist alles Blender. Es ist meiner Meinung nach die fünfte Ausgabe von dem Vortrag. Ich mache das schon länger. Ich möchte mich gleich entschuldigen bei denjenigen, die sich letztes Jahr für den Vortrag interessiert hätten. Ich habe eine gute Ausrede, ich war nach Covid auf der Intensivstation und konnte nicht kommen. Insofern, diese Linux-Tage sind besser, massiv besser, für mich zumindest ganz persönlich. Vortragen möchte ich zum Thema Blender 3D. Blender ist ein frei verfügbares Stückchen Software, das auf allen Betriebssystemen funktioniert, also auf allen großen Betriebssystemen und ein paar kleinen. Ursprünglich gestaltet als 3D-Modellierungspaket in einem kommerziellen Umfeld, ist entstanden als Inhouse-Tool einer Werbeagentur, mittlerweile aber seit Jahrzehnten frei. Man sieht eben, seit 2002 ist es damals von einem Investor freigekauft worden, von der Community, und entwickelt sich seither wirklich prächtig. Ich habe die wichtigsten Links da angegeben, die Folien veröffentliche ich anschließend, das braucht niemand mitschreiben. Ich denke, das sollte so ausreichen. Ein paar offizielle Teile, natürlich die Blender Homepage ist angegeben. Verlinke auf die aktuellen Features des User Manual. Es gibt sowas wie eine inoffizielle Nachrichtenhoheit über eine Webseite, die eben Blender Nation ist, wo man täglich einiges an News über die Blender-Welt berichtet bekommt. Und last not least, die offizielle Cloud, die die Blender Foundation jetzt betreibt. Das ist das Thema des heutigen Tages. Das aktuelle Release ist sehr jung, gerade mal ein paar Tage alt. Der Splash-Screen stellt immer ein bisschen dar, was die aktuellen Themen waren. In dem Fall geht es ums Asset-Management. Man sieht da ganz viele kleine Teile, die irgendwie in einem Bild herumstehen. Und wir werden uns dann das Asset-Management auch ein bisschen anschauen, was das genau soll. Das ist es. Vielleicht noch ein bisschen zu mir. Mein Name ist Dorian Sandner. Ich bin gebürtiger Salzburger, allerdings seit über 30 Jahren in Graz. Ich fühle mich auch als Steirer. Bin beruflich unter der Firma Providence Analytics zu finden, bin dort Geschäftsführer einer kleinen Softwarefirma, die eben IT-Services anbietet, Individualsoftware, so ein bisschen im mathematisch-technischen Umfeld. Privat mache ich in Graz drei User-Groups oder bin bei drei User-Groups dabei, die sich einmal im Monat treffen. Da ist Blender eines der Themen davon, die mich interessieren und die eben schon sehr lange betrieben wird. Zurzeit finden wir uns da im Spektral jeden dritten Donnerstag im Monat ein. Also der nächste Donnerstag ist einer dieser Termine. Wenn das heute interessiert oder wer mehr sich austauschen möchte mit ein paar Menschen, die die Software benutzen und sie anschauen möchte, was man da sonst noch so machen kann, einfach vorbeischauen. Genauso gibt es ein monatliches Python-User-Group-Treffen. Die Gruppe ist etwas größer, Programmiersprache. Das gibt es auch schon seit über 15 Jahren und seit kurzem, oder für mich seit kurzem, auch schon über 5 Jahre, die GoLanguage User Group. Beruflich verwende ich eigentlich hauptsächlich Python. Ich verwende den Blender nicht in meinem beruflichen Umfeld, brauchen nicht leider, sonst hätte ich mehr Zeit, um damit mich sozusagen zu spielen. Wer möchte, soll wie gesagt nächsten Donnerstag vorbeischauen. Ja, ich möchte ein bisschen was Allgemeines zu Blender und dem Umfeld erzählen. Dann möchte ich auf das neue Release eingehen, die aktuellsten Features, die eben im aktuellen Release drinnen sind, ein bisschen was herzeigen. Vielleicht auch den Blender dann öffnen und einmal schauen, was da so aktuell, eben mit ein paar aktuellen Beispielen drüber schauen, so ein paar Mini-Demos. Blender ist an und für sich aus meiner Sicht eines der Bilderbuchprojekte im Open-Source-Umfeld. Es hat sich wirklich blendend entwickelt über die letzten Jahre und die Software ist zurzeit in einem so guten Zustand wie selten etwas. Das liegt auch daran, dass jetzt zum ersten Mal ein richtiges Budget zur Verfügung ist. Es gibt mehrere Institutionen im Umfeld. Als wichtigste wäre da die Blender Foundation zu nennen. Das ist eine Stiftung nach holländischem Recht, die in Amsterdam untergebracht ist, dort wo die Gründer
oder die Leute, die sozusagen Blender erfunden haben, auch sitzen. Diese Stiftung hält vor allem die Rechte, den Copyright an dem Source Code und ist sozusagen als Verwaltungsinstanz gedacht. Zusätzlich gibt es dann das Blender Institut, das ist eine normale Firma, ebenfalls nach holländischem Recht, sitzt ebenfalls in Amsterdam. Die veranstaltet sozusagen kommerzielle Dinge rund um Blender, zum Beispiel die jährliche Blender-Konferenz. Die betreibt den Shop, wo man Trainingsmaterial kaufen kann oder Blender Swag. Ist sozusagen alles, was verrechenbar ist, ist dort irgendwie untergebracht. Die betreibt auch diesen Developer-Fonds, in dem gesammelt wird. Oh, ich habe kein Netz. Nicht gut. Gehen wir ans Druck. Stimmt, nicht ans Netz gehängt. Ist aber egal. Ich glaube, die Dinge kann man dann alle kann man selber besuchen, wenn man möchte. Foto ist drunter. Bis vor ein paar Jahren war das Blender-Institut ein Zwei-Zimmer Klein-Apartment. Das heißt, nicht sehr groß. Mittlerweile ist es ein ganzes Gebäude und es sind über 25 Arbeitsplätze dort untergebracht. Es liegt unter anderem an dem Developer-Fund, den ich jetzt nicht anklicke, aber ich weiß zufällig, dass dort zurzeit knappe 160.000 Euro monatlich zur Verfügung stehen, um Entwickler zu bezahlen. Das heißt, für ein Open-Source-Projekt ist das ziemlich außergewöhnlich. Die längste Zeit ist Blender von Freiwilligen betrieben worden. Ist auch jetzt noch so, dass natürlich die Menschen, die das am meisten betreiben, unbezahlt daran arbeiten, weil es einfach coole Features gibt und weil man da gemeinsam arbeiten kann. Aber es gibt mittlerweile auch offizielles Geld, um Leute für Entwicklung zu bezahlen. Und das ist schon sehr cool. Das ändert natürlich einiges. Ebenfalls gibt es seit ein paar Jahren die Blender Cloud. Blender betreibt sozusagen ein eigenes kleines Eckchen in einer Cloud, wo vor allem Trainings angeboten werden. Die offiziellen Tutorials, die zu den jeweiligen Features rauskommen. Man muss so sagen, offizielle Tutorials gibt es nicht, aber es kann jeder Tutorials erstellen. Und das Blender-Institut ist natürlich eine der Institutionen, wo es auch Sinn macht. Die wissen schon, was sie tun. Die sind meistens ganz gute Tutorials. Relativ neu, das sage ich jetzt, 5 Jahre oder 7 Jahre alt, ist das Blender Studio, das gegründet worden mit der ursprünglichen Idee, einen Featurefilm zu produzieren, also wirklich als Filmproduzent, als Filmstudio auch aufzutreten. Da hat das Fundraising allerdings nicht hingehaut. Also man hat den 90-Minuten-Film nicht finanzieren können. Trotzdem gibt es das Blender Studio noch. Es fokussiert sich mittlerweile darauf, dass es halt auch international Studios vernetzt, die mit Blender arbeiten, und derer werden mehr. Das ist auch schön. Ich bin mir relativ sicher, dass es in den nächsten Jahren irgendwann wieder einen Versuch geben wird, das Fundraising anzugehen und das selber noch einmal zu probieren. Das Blender Studio macht jetzt auch offiziell die Open Movies. Blender besteht nicht nur aus der Software, die entwickelt wird, sondern quasi im Jahresrhythmus werden Open Movies produziert. Das heißt, die gesamte Filmproduktion, alle Assets, alle Modelle, die gebaut werden, werden öffentlich zur Verfügung gestellt. Man kann sich nicht nur den fertigen Film anschauen, sondern man kann sich eventuell auch die Figuren herunterladen, selber ein bisschen herumexperimentieren. Man kann sich die Szenen anschauen, die da gestaltet werden. Im Wesentlichen ist das gesamte Material frei zur Verfügung. Zurzeit, muss man auch sagen, liegt es auch in der Cloud hostbar. Man kann sich dort für einen relativ geringen Betrag sozusagen sämtliche Trainings und Materialien herunterladen. Was es nicht mehr gibt, ist das Blender Network. Eine Zeit lang hat es eine Zertifizierungsstelle gegeben, wo das Blender Institut Personen zertifiziert hat, die im Blender arbeiten und dort sozusagen gewisse Arbeitsbereiche geprüft oder halt zur Verfügung gestellt. Dieses Blender-Network ist wieder geschlossen worden. Ich glaube, unter anderem auch daher, weil diese Zertifizierung natürlich ist eine Frage, wie viel Aufwand man treiben möchte. Ja, und es war relativ frei. Ich glaube, es ist ja nicht mehr notwendig. Blender ist jetzt dort angekommen, wo man hin will. Nämlich im Prinzip ist man von der Industrie anerkannt. Wenn man sich anschaut, wer die Developer Cloud finanziert, das sind halt alle
Größen, die Hardware herstellen, also von Intel, AMD, Nvidia, Spielehersteller, die Unity, sonstige Firmen wie Volkswagen, also querfeldein, die das irgendwie finanzieren. Der letzte Open Movie, der veröffentlicht worden ist, nennt sich Charge. Ich habe die hier verlinkt. Der hat so ein bisschen als Thema gehabt, Haare, Fell, Mikrostrukturen. Die Blender Open Movies sind von der Geschichte her meistens ein bisschen abstrakter oder halt nicht so einfach zu verdauen und sind Kunstprojekte, das ist also so als solches definiert. Sind alle entweder auf der Blender Homepage zu finden oder halt über YouTube. Vielleicht das erste Open Movie ist ein bisschen bekannteres, der Big Bug Bunny, relativ kurz, ist seinerzeit auch veröffentlicht worden und war zum Beispiel Referenzmaterial für die Blu-ray-Discs. Also die erste Blu-ray, die encoded worden ist, hat diesen Movie beinhaltet, einfach weil er frei verfügbar war. Ja. In einer dementsprechenden Qualität, dass man eben auch 4K sich ansehen kann. Das gesamte Umfeld hat sich extrem bereichert. Es gibt mittlerweile sehr viele kommerzielle Anbieter in dem Umfeld von Blender. Das fängt damit an, dass es sowas wie den Blender Market gibt, wo auch Assets verkauft werden können. Das heißt, irgendjemand baut das Grazer TU-Uni-Gelände nach, stellt das Modell online und sagt, ich hätte halt gern einen gewissen Betrag dafür. Andere bauen Plugins, bauen Materialien, was es auch immer gibt. Es gibt ein gewisses Umfeld, weil man sich halt einfach sehr viel Zeit ersparen kann, wenn man die Komponenten braucht. Wenn man sie um 15 Euro irgendwas kaufen kann, ist meistens um sie 2 Wochen Arbeit damit erspart. Schön. Die breite Unterstützung habe ich ja angesprochen, unten noch ein paar Links. Was die letzten Jahre so Blender richtig cool gemacht hat, war das Thema Nodes. Früher war es so, ein Renderer hat ein Bild ausgeworfen, das war fertig, das Bild war gerendert. Jetzt ist es so, dass der Renderer mehr Informationen ausspuckt und man mit einer Verkettung von Knoten, die bestimmte Aufgaben erledigen, dieses Bild noch weiter bearbeiten kann. Bisher gab es das für Materialien und Texturen. Seit 2009 gibt es auch die Geometry Nodes, die ich später noch ein bisschen zeigen möchte. Wenn man sich das anschaut, diese Knoten haben alle Spezialfunktionen. Die haben Knöpfe, die sich untereinander verbinden lassen. Man sieht die Farbinformation enkodiert, welche Art von Informationen das sind. Das können ganze Bilder sein. Das können einfach Float-Faktoren sein. Das können Vektoren sein. Man kann jeden dieser Node sozusagen einfach hinzufügen, über eine zu ziehende Linie verbinden. Meistens schaut das Ganze so aus, dass auf der linken Seite sozusagen die Eingangsinformation fürs Bild ist und nach links, nach rechts fließt die Information hinaus, bis ganz rechts drüben dann der Compositor da ist, das heißt das Endergebnis vom Bild. Könnt ihr die Knoten jetzt natürlich anschauen, aber was man zum Beispiel hier sieht, es gibt so leichte Unschärfe, ja, die kommt nicht aus dem Renderer, sondern der Renderer hat da exakt gerechnet, sondern eine Knotenkombination führt dazu, dass halt hier ein Blur in diesem Bereich noch angebracht wird. Das ist jetzt sind Material Nodes, das heißt, die beeinflussen nur die Farbe. Wir schauen uns dann Geometry Nodes an, das sind Knoten, mit denen man auch wirkliche Geometrie erzeugen kann, wirkliche Objekte. Zweites Thema, sehr langlebig war das Thema Viewport. Blender hat eine gewisse Geschichte gehabt, wenn man 20 Jahre alte Software hat, ist da nicht immer alles ganz ideal gelaufen. Wenn man sich anschaut, das erste, was da irgendwie weggestorben ist, ist eine Game Engine. Ursprünglich hatte Blender eine eigene Spiele-Engine drinnen, die gibt es schon lange nicht mehr. Stattdessen ist ein neuer Renderer dazugekommen, Eevee, den gibt es auch schon eine ganze Zeit lang. Cycles X ist jetzt ein Renderer, der auf GPU setzt. Das heißt, man hat sozusagen aktuelle Rechenpower, die man einsetzen kann. Neu dazugekommen natürlich auch die Unterstützung von Apple-Chips und sehr viel Arbeit wurde investiert, um die aktuelle Darstellung in der Software zu aktualisieren. Ja, früher eben war man sich das bewusst, man kann die Darstellung, die man vor dem Rendern am Computer bekommt, war nicht wirklich gut. Das lässt sich jetzt alles konfigurieren.
unter anderem ist das auch ganz nett, weil eben die neuen Aufgaben, so wie VR oder Augmented Reality, das halt auch notwendig machen, dass man halt womöglich wirklich plötzlich permanent zwei Kameras braucht, ja, um für die Augen zwei Informationen nachzuführen. Also da ist sehr viel investiert worden. Ebenfalls sehr neu das Thema Grease Pencil. Es gibt im Blender jetzt eine eigene Anwendung, wo man wirklich mit Stift drin malen kann. Das ist erstens sehr leicht zugänglich für jeden. Das kann jeder nachvollziehen. Jeder hat auf Papier schon gemalt. Und diese Art der Bearbeitung hat mit 2.8 angefangen und ist mittlerweile einfach ein unschlagbar cooles Feature. Ja. Man kann sich das so vorstellen, man arbeitet nach wie vor mit Vektorgrafiken oder mit Grafiken im Raum und man kann eben entweder Modifier über klassische Objekte ziehen, das heißt, man modelliert wie bisher in 3D, malt aber dann drüber, ja, Detailinfos oder Art der Darstellung. Eine weitere Möglichkeit wäre, man zeichnet einfach über mehrere Ebenen, also Pseudo-3D. Ja. Ganz ideal ist, wenn man Seitwärtsbewegungen hat, ja, da reicht es oft, wenn man 2-3 Ebenen hintereinander legt. Und eben die dritte Variante ist wirklich frei zeichnen. Mit Stift auf einer Fläche kann man etwas gestalten. Dazu möchte ich jetzt gleich mal was herzeigen. Und zwar, das ist der Blender, wie er ausschaut, quasi, wenn man ihn öffnet. In der Mitte gibt es einen 3D-Bereich. Gibt es einen Haufen Schaltflächen rundherum. Ich mache jetzt nichts anderes, als dass ich mal ein Pfeil öffne. Und zwar würde ich sagen, den Grease Pencil Bike. Das ist jetzt eine Pseudo-3D-Szene, würde ich sagen. Man sieht, es gibt da in der Mitte einen Radfahrer oder eine Radfahrerin. Ich vergrößere mal quasi die Kamerasicht und spiele diese Animation ab. Man hat da ein bisschen den Eindruck, wenn sie hin und her legt, schaut es eindeutig nach 3D aus. Ja? Wenn man sich die tatsächliche Szene anschaut, muss das nicht unbedingt so sein. Ich markiere da jetzt einfach einmal die Person und drehe die Kamera ein bisschen. Dann sieht man, in Wirklichkeit ist die flach. Ja? Also das Rad selbst ist noch 3D modelliert. Aber in Wirklichkeit sind die Figuren oder ist die Figur gezeichnet. Und das wirklich Schöne ist eben, jedes einzelne dieser Elemente, die da drinnen sind, haben auch die Möglichkeiten noch modifiziert zu werden. Das heißt, so wie ich es einmal zeichne, ich kann sogar meine Handzeichnung mit Licht beeinflussen. Ja? Ich kann eine Lampe aufstellen und kann da Schatten werfen und ähnliche Dinge tun. Ist halt jetzt ein Beispiel von dieser Zeichnen in 3D. Ja? Derselbe Künstler hat in Version 2.8 schon ein Bild, einen Splash-Screen gehabt. Und den würde ich gerne noch einmal herzeigen. Da dauert es schon ein bisschen. Ich glaube, ich habe das Falsche erwischt. Jawohl, ich habe natürlich das falsche Bild erwischt. Das ist der aktuelle Splash-Screen. Den da wollte ich, 2.8. Auch da sieht man, wenn wir das wieder vergrößern und die Animation abspielen, da ist eindeutig echtes 3D dabei. Ja. Also zumindest sowas handzuzeichnen wäre Wahnsinn. Ja. Aber auch da kann man das wieder stoppen und sich vielleicht die Szene anschauen. Da sieht man, da ist offensichtlich sehr viel 3D. Allerdings, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel dieser Kühlschrank funktioniert, dann sind das einfach aufgemahlene Effekte. Ja. Und also da geht jetzt Blender in einen Bereich hinein, wo eigentlich das klassische, realistische Rendern, das ist abgehackt, das kann Blender. Wir wissen, dass wir hyperrealistische Fotos machen können, physikalisch korrekte Abbilder. Jetzt geht es darum, künstlerisch was aufzutragen und da ist das halt eine super schöne Software, die Schönes macht. Wie gesagt, das aktuelle Release haben wir schon kurz angesprochen. Was sind jetzt die tollen Features, die diesmal neu sind? Wer im Blender hunderte Stunden verbringt, kann schöne
Objekte bauen. Nicht alle können das. Es gibt Leute, die modellieren und die das dann anderen zur Verfügung stellen. Und genau dafür gibt es jetzt den Asset Manager, wo solche Modelle auch anderen Menschen zur Verfügung gestellt werden. Es war bisher nicht einmal so leicht, das zu machen. Ich möchte auch dazu kurz ein Beispiel zeigen, wie dieser Asset Manager jetzt ausschaut. Die Antly oder Cube, die nehmen wir. Ein einfaches Beispiel, ein 3D-Raum, der hier steht und aufgeklappt das Asset Management. Um den Blender zu verstehen, sollte man vielleicht sagen, jeder dieser Rechtecke, die man hier am Bildschirm sieht, ist ein Editor, und das wird so genannt. In der Mitte haben wir da offensichtlich ein 3D-Fenster. Dieser Editor ist jetzt eben neu. Wenn man sich anschaut, der Typ des Editors ist genau dieser Asset-Browser. Das ist der, der eingestellt ist. Und der hat nichts anderes als ein Baumverzeichnis, in dem sind Objekte drinnen. Und jetzt kann ich auf einfachste Art und Weise dieses Objekt nehmen und in meine Szene setzen. Um einiges leichter als vorher. Es hat natürlich importieren hat es vorher schon gegeben, nachvollziehbar. Aber jetzt geht es wirklich hübsch. Man schnappt sich da einfach eine Dekoration. Oder was haben wir denn da noch drinnen? Jawohl, die Pinsel, die tun wir auf den Tisch drauf. Job. Und beim Tisch können wir dann vielleicht noch sagen, ich hätte da gerne die helle Tischplatte. Job. Also alles sehr, sehr einfach geworden. Ist eine typische Bewegung, wie man es im Blender öfter sieht. Manche Features gibt es schon sehr, sehr lange, aber ist halt wirklich nur sehr kompliziert anzuwenden. Umso länger es dauert, umso bequemer wird es, umso einfacher und für viele Menschen anwendbar ist es. Wenn man sich anschaut, wie das Ganze funktioniert, es gibt da auf der rechten Seite irgendwo auch nicht im Normalfall den Outlier. Da sind quasi alle Objekte aufgelistet, die in der Szene sind, die ich als Blender oder jemand, der damit arbeitet, kenne. Ich brauche nur auf der rechten Maustaste klicken und ein Objekt als Asset definieren. Wenn ich das jetzt sehen würde, sieht jemand? Danke, danke. Ich merke, dass ich nicht sehr scharf sehe, aber gut. Das heißt, sobald ich dieses Objekt als Asset markiere, meine Datei später speichere, kann ich sie jemandem anderen zur Verfügung stellen. Und der hat in diesem Asset-Browser dann die Möglichkeit, die Objekte, die halt für die Wiederverwendung gedacht sind, auch zu importieren. Weiters, um das zum Funktionieren zu bringen, gibt es sowas wie in den Preferences die File-Pfade. Und dort ist halt festgelegt, wo liegt denn meine Asset-Bibliothek, wo möchte ich meine ganzen Objekte sammeln. Und das ist es. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich glaube, das wird ein unglaublich cooles Feature, weil damit ganz viele Menschen die Möglichkeit bekommen, mit Blender zu arbeiten, die jetzt nicht selber super modeln können. Aber das Anwenden von Objekten geht sehr einfach. Ja. Okay. Genau, das wäre das Asset Management. Haare. Blender hat seit ewigen Zeiten ein Partikelsystem, mit dem man Flüssigkeiten, Haare, Fell, was fällt mir noch ein? Ja, Partikel halt emulieren kann. Allerdings war das immer sehr technisch angehaucht. Das war einfach schwierig, das wirklich als Durchschnittsmensch zu verstehen. Auch da hat sich einiges getan. Ich zeige ein Demo-File her, wo es um Frisuren geht. Auch das ist ein aktuelles Demo-Beispiel. Ich zoome da kurz einmal hinein. Das sind also aktuelle Frisuren, virtuelle Haare, die so gestaltet werden, dass sie einen gewissen Lockenwurf haben, dass sie quasi wie beim Friseur geschnitten werden, Haarfarben und Ähnlichem. Und auch hier sieht man wieder, es gibt fertig ein Asset Management, wo man halt dann gewisse Funktionen auf diese Partikelsysteme ziehen kann und das Ganze anwenden. Mini-Beispiel. Ich ziehe da jetzt kurz geflochtene Haare drauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt so super geflochten ist, aber zum Ausprobieren oder zum Herzeigen reicht es vielleicht. Ganz wichtig, was man hier sieht, ist noch nicht das fertige Bild.
Das Einzige, was wir hier sehen, ist die Arbeitsumgebung, mit der wir hier arbeiten möchten, um solche Haare zu gestalten. Wenn ich dieses Bild später rendere, schaut es noch wesentlich realistisch aus. Da gibt es ein richtiges Licht, da gibt es richtig durchscheinende Effekte und Ähnliches. Okay. Was haben wir noch? Displacement Maps, Vector Displacement Maps. Bisher war es so, dass man im Blender mit Brushes arbeiten kann oder konnte. Diese Brushes bringen Farbe auf und die bringen auch Vektoren auf. Muss ich kurz wieder überlegen, was wollte ich zeigen? Denn VDM Brush. Using Brushes. Die hier. Bin ich glaube ich schon am Ende. Eine Minute habe ich noch. Ich bringe noch schnell ein Ohr an. Ein Augenhammer. Sorry, bin nicht ganz durchgekommen. Ein paar Kleinigkeiten gibt es noch zu erzählen. Aber ich stelle die Folie online. Ja, ich glaube, es wird für alle ausreichend sein, sich da durchzuklicken. Wer Spaß dran hat, unbedingt auf YouTube einmal googeln. Die Geometry Notes, die ich jetzt leider gar nicht herzeigt habe. Nächstes Mal. Richtig. Wer Zeit hat, bitte am Donnerstag im Spektral, 19 Uhr. Vielen Dank.